Angelschein 2012 im Winter gemacht. Bis dato angel ich jetzt hauptsächlich auf Raubfisch. Ich habe seit einem Jahr knapp den Jahresfischereischein. Entsprechend noch nicht so viele Erfahrungen. Dieses Jahr war ich allerdings dann schon fast jede freie Minute am Wasser. Ja, eigentlich angel ich noch gar nicht so lang. Ich habe letztes Jahr erst den Fischereischein gemacht und war da dreimal am Wasser, dreimal Schneider geblieben. Und jetzt habe ich richtig Lust, wieder einzusteigen. Angeln eigentlich seit meinem 12. Lebensjahr und den Angelschein habe ich jetzt dieses Jahr im Winter gemacht. Also ich habe noch nie wirklich an so großen Gewässern wirklich geangelt, immer eher so an kleinen Dorfteichen oder mal an der Bille oder so. Seit dem 12. Lebensjahr angel ich und das sind nun mittlerweile auch schon 43 Jahre. Also mein Ziel ist, einen richtig schönen Jerkhecht zu erwischen und natürlich einen spektakulären Biss zu sehen. Ich möchte gerne einen Schwedenhecht mit dem Jerkbait fangen. Das Ziel der Fahrt ist ein Hecht über 70 cm. Ein Hecht, ein Barsch, Größe fast egal, aber je größer, desto besser. Ein Kollege hat mich gebeten, ihm einen schönen fettigen Lachs mitzubringen. Das wäre natürlich eine geile Sache. Die sind ja nicht so teuer in Schweden. Ist das geil? Ist das geil? Wir fahren jetzt zum Paradies-Fiskecamp am Sundraviksen für große Hechte und dicke Barsche. Habt ihr Bock, Jungs? Ja! Yeah! Absolut, total gespannt. Wir freuen uns schon die ganze Zeit. This place is called Paradise Fishing Camp. The deep here is about 20 meters deepest. Ja, du hast ja schon mit dem normalen Wobbler hast du jetzt häufiger Kraut drauf gehabt. Meine Idee wäre mit so einem Gummi, mit einem Offset-Haken. Das Ding bei Offset-Haken ist, man wählt die meistens zu klein. Für so einen Köder muss das schon ein richtiger Brocken sein. Story ist ja, dass der Haken erstmal im Köder verborgen ist während des Angelns. Und sobald der Fisch drauf beißt, dass er quasi rauskommt. Anködern bei den Dingern. Was ich gern mache, ich schlitze das Ding auf. Du legst den Haken einmal an. Und schaust ungefähr, wo der nachher sitzen soll, der Haken. Schneidest ein und ziehst das Gummi so ein Stück lang. Dann ist jetzt der nächste Schritt, dass du guckst, wo er ungefähr rein muss vorne. Der sitzt ja nachher so auf dem Gummi, ne? Den kannst du jetzt oben so ein klein bisschen einstechen. Gerade eben. Also ein bisschen hält. Genau, dass er nur so ein kleines bisschen hält. Also sobald der Biss kommt, wenn der Hecht jetzt von hinten kommt, ist er frei. Das heißt nicht, dass du keinen Fehlbiss kriegst. Der erste mit der Jerkroute, genau. Auf dem ersten Wurf? Auf dem ersten Wurf mit der Jerkroute. Thank you.
meinem ersten Wurf mit dem neuen Köder. Das hat echt gut funktioniert. Ich bin begeistert. Natürlich habe ich total viel mit der Jerkroute gelernt. Also da habe ich ja eine komplett neue Welt des Angelns eigentlich so gelernt. Also wenn ihr den Jerk einfach nur stumpf durch Wasser kurbelt. Es gibt einige, die auch dann fangen. Aber wenn man den relativ schnell kurbelt, kommt er so zickzackförmig auf uns zu. Und wenn du ihm so Schläge gibst, na, dann hast du die, das ist so eine typische Jerk-Aktion. Super. Ich habe, glaube ich, ja, zwei Premieren. Der erste generell auf Baitcaster und der erste auf Jerkbait dann auch noch. Das war super. Hübscher. Ja. Wie würde Oliver Kahn jetzt sagen? Da ist das da Ding! Da ist das Ding! Das war ein lohnenswerter Tag, definitiv. Down to our first stop, which will be here. Okay. In the first post. And this is quite shallow, so we'll be fish between 2.5 and 3 meters of depth. Und wieder der Barsch. Es geht nur auf Barsch. Anstrengender Tag, den ganzen Tag versucht, einen Wurf nach dem anderen, ein paar Nachschwimmer gesehen und dann auf die letzten 10 Minuten, bam, haut der Hecht da rein. War geil. Alle diese Bäckereien mit Zuckerstangen, das wir auch heute probieren möchten. So alle probieren zu machen eigene Zuckerstangen. Oder? Das Unbezahlbare an der Reise war eigentlich das ganze Lernen, das Know-how, was man jetzt mit nach Hause nehmen kann. Und jetzt wird es dann in die Tat umgesetzt und dann werden zu Hause noch ein paar Hechte rangenommen. Zweiter Wurf direkt auf diesen Rotaugenblinker, der auch ungefähr mal so eben groß ist, eigentlich so groß, aber der hatte Hunger.
Der Bann ist gebrochen, der erste Hornecht ist am Ufer. Bei dem Wetter ist das Schwierigste, den ersten zu fangen. Jetzt können wir Fetzen schneiden und angeln mit einem schwimmenden Spiro. Dann fangen wir an mit dem 10 Gramm Spiro hier. Da empfiehlt es sich auch, ein bisschen Mono vorzuhaben, weil man geflochtene Dünne kriegst du hier nie durchgefädelt. Zur Not nimmt man sich so ein Stückchen 30er Schnur mit, zum Durchfädeln nur, mit einer Schlaufe am Ende. Und dann machst du einfach nur einen Überhandknoten in die geflochtene und ziehst ihn mit der Mono durch. Dann das Vorfach. Ich fange damit an, dass ich eine Schlaufe reinbinde. Dann hängen wir den ein. Wenn ich jetzt mit dem Haken angefangen hätte, dann wüsste ich nicht genau, wie lange ich das Vorfach machen muss. Ne? Deswegen mache ich erstmal die Schlaufe, dann kann ich das genau abpassen, wie lang das sein muss. Viele nehmen da irgendwie doppelte Rutenlänge oder so ein Quatsch, das ist total unnötig. So, dann ein Einzelhaken. Wir haben hier einen 6er kurzschenkligen Haken. Viele benutzen so ganz langschenklige Haken bei Fischfetzen und stechen den mehrfach durch, aber der rutscht eigentlich immer nach unten an dem Hakenschenkel. Und deswegen probieren wir das heute mal mit so einem kurzschenkligen. Dass ich mir einfach runterschneide, kann ruhig ein bisschen länger sein. Ich steche immer mit der Haut zuerst durch und einfach nur ganz easy einmal durch. Fertig ist das. Geile Angelei, so direkt im Wasser zu stehen und eigentlich 360 Grad fischen zu können. Ich habe extrem viel gelernt, was die Technik angeht. Ja. Wurfgenauigkeit, Werfen an sich, Bewegung, Routenaktion, eben Knoten, dann auch mal unter erschwerten Bedingungen fischen, bei diffusen Lichtverhältnissen, mit verschiedenen Ködern, wie die auch zu führen und zu werfen sind. Also das waren jetzt schon in sehr komprimierter Form lange Eindrücke, von denen ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch zu Hause profitieren werde. Schön in ein Matschloch getreten, Wellenberg kam hoch und dann ist auch schön Wasser in die Hose gelaufen. Ne? In Richtung Freiwasser, so ein kleines Seerosenfeld noch bearbeitet. War gar nicht groß, also war nicht viel Fläche, wo was sein konnte im Prinzip. Und ja, so dritter Wurf in die Richtung, schön letzter Wurf eigentlich auch in die Richtung. Man ist auch ordentlich drauf gegangen. Ja, geiles Feeling, wenn man merkt, der ist dran, der hakt, den kriegt man. Ja. Yes! Der allererste Hecht. Schweden 2016. Geil. Also gerade die Bisse beim Wartangeln und bei der Oberflächenangelei in Kombination mit dem Wartangeln, das war natürlich eigentlich das absolute Highlight, weil man wirklich dann gesehen hat, wie der Hecht 3 Meter vor einem aus dem Kraut explodiert, auf den Köder sich stürzt, der direkt an der Oberfläche geführt ist. Das war schon heftig. Die Möglichkeit, die ihr uns gezeigt habt, dass man im dicksten Kraut Hechte fangen kann und im Seerosenfeldern, da wäre ich früher gar nicht reingegangen an so einer Stelle, da hätte ich einen Bogen drumherum gemacht. Aber das ist halt eine geile Angelei dort drin, dass man, und die Bisse waren ja dann brachial gewesen, das war eine tolle Angelei. Und ja, waren alle ganz gut drauf. Also was erstaunlich war, dass sie sich alle relativ schnell mit der Wildkäste eingefuchst haben. Einstellungstechnisch gab es erst ein paar Probleme, aber dann haben sie ihn eigentlich gut rangehalten und immer wieder probiert. Mal an den Köder rangemacht und hier mal an der Schraube gedreht, links und rechts mal irgendwo geguckt, was die anderen so machen. Vor allem, wie positiv sie eigentlich an die ganze Geschichte rangegangen sind. Ja. Andere hätten ja schon, sage ich mal, nach 2-3 Stunden die Flinte ins Korn geworfen. Gesagt, jetzt reicht's, jetzt nehme ich mal irgendwie was anderes. Ja, noch ein Backslash. Hat hier noch mal gehackt und da noch mal gehackt, aber es ging nachher, also haben sich gut mit eingefuchst. Ja, sie haben eigentlich sehr, sehr klassische Köder gefischt dann. Die BBZs fanden sie ja ganz gut, Barsch-Design. Und dann sind sie eigentlich alle nachher schon wieder auf Gummi umgeswitcht. Ratte wurde
wurde erstmal beäugt, da waren sie recht vorsichtig, haben es nochmal ausprobiert. Die Jungs hatten richtig Spaß. Das war eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. War eine klasse Reise. Ich würde es jederzeit wieder machen.